Egal, ob du dich selbstständig machen willst oder ob du dich bewirbst als Mieter bei einer tollen Wohnung in Berlin oder ob du dich bewirbst beim Chef, überall verkaufst du dich. Und ich zeige dir heute, warum die meisten Verkäufer scheitern. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, und es gibt keinen Geschäftsplan, kein Businessmodell, wo nicht irgendwie verkauft wird. Das Interessante ist, dass Verkaufen kein Schulfach bei mir war, und wahrscheinlich auch nicht bei dir. Und die wenigsten Gründer gehen in eine intensive Verkaufs- und Kommunikationsausbildung. Und deshalb zeige ich dir heute diesen Hauptpunkt, worauf du achten solltest. Ich habe dir dazu eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte von einem ganz simplen Produkt, was du auch zu Hause hast mit großer Wahrscheinlichkeit. Was jeden Tag Tausende, vielleicht Millionen Menschen kaufen. Aber sie wollen das eigentlich nicht. Worum handelt es sich? Wir haben hier, das Produkt ist ein sogenannter Bohrer. Metallbohrer, Holzbohrer, was auch immer. Und der Kunde Klaus sagt sich, okay, ich will einen Bohrer kaufen und geht in das nächste Bauhaus. Nun, und dort steht Anton. Ja? Anton, der Verkaufsberater. Und er fragt nun schließlich Klaus, nun, was kann ich für Sie tun, was möchtest du haben? Ja, ich möchte ganz gerne einen Bohrer kaufen. Dann sagt er, gar kein Problem. Ja, es gibt ganz verschiedene Bohrer. Wir haben die sogenannten Holzbohrer, und dann haben wir natürlich die Metallbohrer. Wir haben die Steinbohrer und wir haben auch die besondere Variante der Steinbohrer mit einer kleinen Diamantspitze. Also wir haben das kleine Paket, das große Paket und das richtige Paket. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob du eine automatisch eine Akkubohrmaschine hast, hast du eine normale Kabel, das ist ein Schlagbohr. Und deshalb haben wir hier eine ganze Reihe von verschiedenen Bohrern. Und während Anton weiter die gesamte Bohrerpalette vorstellt, schläft Klaus innerlich ein und sagt, oh Gott, wo bin ich hier hingeraten? Klaus geht weiter zum zweiten Berater und dort kauft er. Und ich möchte mit dir jetzt erklären, warum. Die Frage, die sich hier Anton nämlich nicht gestellt hat, warum will Klaus diesen Bohrer kaufen? Denn ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich will Klaus diesen Bohrer nicht. Denn Klaus, der will ja diesen Bohrer nicht haben, um den zu Hause in sein Regal zu legen, sondern er will den Bohrer haben, um in seiner Wand ein Loch zu bohren. Aber dieses Loch will er ja auch nicht haben, weil wenn er wieder auszieht aus der Wohnung, wo er Mieter ist, muss er das Loch zumachen. Aber er braucht dieses Loch, um dort einen Dübel hineinzustecken. Den Dübel will er natürlich auch nicht einfach in die Wand stecken. Das muss er wieder rausziehen, bevor er das Loch zumacht, wenn er auszieht. Sondern er möchte eine Schraube dort hineindrehen. Aber auch diese Schraube muss er wieder entfernen, wenn er auszieht, aber er braucht diese Schraube, um sein Bild an die Wand zu hängen. Aber auch dieses Bild, nun, hat auch bestimmte Nachteile. Wenn er auszieht, gibt es dann diesen Abdruck von der Lichtfläche, da hinten weißer Fleck, alles ist dunkel. Also er wird gezwungen sein, durch das Aufhängen des Bildes die Wand zu malern, auch blöd. Aber er wünscht sich, dass dieses Bild an die Wand kommt, damit, wenn sich Klaus im Sofa niederlässt und den Blick auf die Wand richtet, dass er dann etwas bekommt, was er sich so sehr wünscht. Gute Gefühle. Nun, und das Problem ist, dass unser lieber Anton Fachberater, wie viele Minuten, wie viele Stunden hat er mit Klaus über seine Gefühle, über sein Warum gesprochen? Nun, die Antwort weißt du, gar nicht. Die meisten Verkäufer, die meisten Berater sprechen darüber, was sie alles im Leistungsportfolio haben. Kleine Bohrer, große Bohrer, Metallbohrer, Steinbohrer, Holzbohrer und das Ganze im Superpack. Was machen nun gute Verkäufer? Paul, der Profiverkäufer, der geht wie folgt vor und sagt, schön, dass Sie da sind, was kann ich für Sie tun? Ja, ich will, sagt Klaus, einen Bohrer haben. Nun, und Paul sagt, das ist super. Was wünschen Sie sich dann von dem Bohrer? Was muss der Bohrer denn leisten? Was ist denn der Grund, dass Sie jetzt einen Bohrer suchen? Ja, ich muss dann zu Hause so ein Loch bohren. Ach, wieso müssen die Loch bohren? Hat es einen bestimmten Grund? Wollen Sie die Wand verändern? Wollen Sie was aufhängen? Ja, ich will was aufhängen. Ja, was wollen Sie denn aufhängen? Ach, ein Bild wollen Sie aufhängen. Ist es ein kleines Bild, ein großes Bild? Ah, ist es schon ein größeres Bild, da muss es schon ein besserer Bohrer sein. Und ist das Bild auch sehr wertvoll oder haben Sie es geschenkt bekommen? Ja, das ist ein wertvolles Bild. Das heißt also, wenn Sie das Bild aufhängen, dann sollte das Loch also sicher sein. Das sollte viele Jahre auch dann sicher an die Wand hängen. Und die Wand, was ist das für eine Wand, die Sie dort haben? Ach, das ist schon ein Neubau mit Stahlbeton. Oh, da brauchen Sie also schon den besten Bohrer, den wir haben. Aber machen Sie sich keine Sorgen, lieber Kunde, ich habe da schon was für Sie. Führt Klaus zum Regal und sagt, hier, wir haben zwar eine ganze Menge von Bohrern, aber Sie haben mir gesagt, A, das Bild ist groß, B, es ist schwer, es ist wertvoll, es soll nicht runterfallen und Sie haben auch wirklich eine hochqualitative Wand, wo nicht jeder Bohrer reinkommt. Deshalb präsentieren wir Ihnen unser Spezialprodukt, der Superbohrer Diamant 2+. Nun, was haben jetzt diese beiden Verkäufer anders gemacht?
Hier haben wir über Details gesprochen. Ja, dieser Computer hat also so und so viel Gigabyte RAM, so und so viel CPU und hier hat er Festplatte und hier hat er den USB-Anschluss und dann kann man 50 Jahre in die Zukunft schon das WLAN vorher runterladen. Also solche Fachberatungen führen dazu, dass der Kunde abschaltet. Er möchte keine Schulung haben von dir. Er möchte nicht wissen, was es alles gibt, sondern er möchte sich auf dich verlassen, er möchte dir vertrauen, dass du weißt, was sein Problem, sein Wunsch, sein Bedarf ist und dass du als Experte ihm die richtige Lösung lieferst. Und das ist ein Bohrer und nicht 50 oder 500. Denke mal an die Müllersche Zahl, die sagt, die Menschen können nicht mehr als 7 Informationen verarbeiten, um entscheidungsfähig zu bleiben. Wenn du also 70 Informationen dem Kunden lieferst, wo er jetzt entscheiden kann, da hast du deinen Kunden mental abgetrieben, abgetötet. Du hast ihn vertrieben, du hast den Kaufzustand, die Käufigkeit vernichtet. Wenn du also in der Zukunft möchtest, dass dein Kunde Klaus sich wohlfühlt, dann sprich bitte nicht über die Problemlösung, sondern sprich mit ihm, welches Problem er hat und was er sich stattdessen wünscht. Und deine Aufgabe ist dann die Methode, das Produkt, die Dienstleistung, den Bohrer rauszusuchen, den er braucht. Und du trägst natürlich auch die Verantwortung durch Fortbildung, durch Kenntnisnahme, durch Verbesserung deines Expertenstatus, dass du auch in der Lage bist, die richtige Problemlösung zu liefern. Aber das wünschen sich Menschen von dir. Denn verkaufen bedeutet nichts weiter, als die Probleme anderer Menschen zu lösen. Wenn du also ein guter Problemlöser, Schrägstrich Verkäufer sein willst, dann interessiere dich für den Menschen, interessiere dich für seine Problemstellung und bilde dich weiter eine Problemlösung und sprich mit ihm über Gefühle, denn das letztendlich führt dazu, dass Menschen sich entscheiden. Solltest du Fragen haben zu deinem Verkaufserfolg, Vertriebserfolg, Kommunikationserfolg, Überzeugungserfolg, unternehmerischen Erfolg, nun, dann kannst du uns gerne ansprechen, den kostenfreien Gutschein im Folgenden gleich einlösen, unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Verkaufserfolg. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.